Hallo und herzlich willkommen, liebe Angelfreunde. Neuheiten auf dem Angelgerätemarkt sind immer ein ganz großes Thema. Und diesem Thema möchte ich mich gleich widmen. Vorher möchte ich euch eine kleine Ankündigung machen. Fangen wir mit einem kleinen Update zum Geschehen bei uns an. Eigentlich seid ihr es ja gewohnt, Anfang September von uns zu einem schönen Herbstfest eingeladen werden. Jedes Jahr wird eine große Party gefeiert mit vielen Freunden und Kunden gemeinsam bei uns im Laden am Möhnesee. Und ähnlich wie in diesem Frühjahr gibt es aber noch immer Corona und eine größere Versammlung von Kunden und Freunden sehe ich wahrscheinlich wie ihr wegen der stark ansteigenden Inzidenz mit gemischten Gefühlen. Wir heben uns diese Feier also lieber noch ein bisschen auf und ich möchte euch auf anderem Wege etwas Besonderes bieten. Denn natürlich möchten viele Angler, möchtet ihr gern für die bevorstehende Herbstsaison richtig gerüstet sein. Daher starten wir online eine Rabattaktion für euch. Ab dem 1. September 2021 gewähren wir deshalb, wie in der Vergangenheit mit Corona schon gewohnt, eine Online-Aktion auf eingehende Bestellungen mit einem Rabatt von 10% auf praktisch alles. Davon ausnehmen müssen wir allerdings, wie gewohnt, Angelkarten, Bücher in Klammern Verkaufspreisbindung und natürlich Gutscheine, Einkaufsgutscheine, die ja auch für Angelscheine und Bücher genommen werden können. Wir hoffen, dass wir euch damit eine kleine Freude bereiten und hoffentlich besonders viele tolle Köder auch aus unserem Sortiment euch zu besonders kapitalen Fischen in dieser Herbstsaison verhelfen werden. Natürlich können wir das nicht unbegrenzt praktizieren und hoffen, dass ihr bis zum 19. September, das sind ja fast 3 Wochen, alles gefunden habt. Nach dem Intro geht es dann weiter mit Neuheiten. Immer wieder werden wir auch zur Verfügbarkeit etlicher Waren angeschrieben und viele haben vielleicht auch bemerkt, dass es in dieser Corona-Lage gar nicht so einfach ist, ausreichend bzw. schnell genug an neue Ware zu kommen. Vieles, was in Fernost produziert wird, ist mit größten Lieferschwierigkeiten versehen. Manchmal ist es ja die Not, die zu Innovationen zwingt. Immer öfter höre ich, dass mit Lieferzeiten von 8 Monaten und mehr zu rechnen ist. Und etliche Warenlieferungen sind schon länger fertig, trödeln irgendwo auf den Schiffen und in den Häfen dahin. Der Suezkanal lässt da vielleicht auch ein bisschen grüßen. Erklärt wird uns aber auch, dass ausgefallene Hafenarbeiter durch Corona und Co. solche Lieferungen verzögern. Bitte seht es uns deshalb nach, dass wir nur noch sehr schlecht und unzuverlässig Liefertermine ermitteln und euch mitteilen können. Ganz oben an sind da zum Beispiel die Zaltwobbler, die ja mehr als überfällig sind in UBS-Farben. Wie viele Mails bekomme ich da jede Woche? Wann sind die Köder da? Wann können wir endlich wieder mit UBS-Farben angeln gehen? Eine Vorablieferung letztens per Luftfracht wurde von euch ja regelrecht pulverisiert. Die Schiffsladung lässt leider noch auf sich warten. Es gibt aber tolle Lichtblicke und darauf möchte ich jetzt kommen und euch als Trost und feine Perspektive hier auch davon etwas berichten. Einige wissen es bereits. Eine von der Firma DHM und Svensson angebotene Vertragsverlängerung habe ich persönlich nicht angenommen. Anders als ursprünglich geplant und vereinbart, sollte ich jetzt doch besonders und ausschließlich als Werbemaskottchen dienen. Ich lehne solch eine Tätigkeit ab, habe ich euch damals im Eröffnungsvideo schon erklärt und dazu stehe ich auch heute noch und habe deshalb meine Zusammenarbeit mit DHM schweren Herzens beendet. Ob bzw. inwieweit es zur Umsetzung von mir gelieferter Ideen bei DHM kommt, vermag ich leider nicht mehr zu sagen, denn dort wurde auch kräftig umstrukturiert. Da will man vieles anders machen, vieles neu machen, aber das betrifft mich nicht mehr. Ich möchte auf jeden Fall keine reine Werbefigur sein. Natürlich möchte und werde ich als Fachhändler gerne weiter etliche schöne Produkte aus dem Hause Svensson und DHM vertreiben,
aber Produktideen und Innovationen werde ich anders und vielleicht noch viel schöner umsetzen. Ihr habt mir ja auch immer wieder eure Sehnsucht mitgeteilt, Qualität aus Deutschland und Europa wieder verstärkt auf dem Markt zu finden. Und ich sehe sehr gute Chancen, von denen ich euch hier berichten möchte. Erste kleine Signale findet ihr ja schon bei mir im Sortiment. Hier der Niels Master Invincible 15 cm war einer meiner ersten Erfolgswobbler und mit ihm konnte ich schon 1998 meinen ersten richtigen Monsterhecht fangen. Klar, dass ich den jetzt auch in der tollen UBS-Variante in Finnland produzieren lasse. Vor einigen Wochen habe ich diesen Prototypen hier schon erhalten und gleich testen können. Es ist natürlich nicht anders zu erwarten, der Köder hat gleich zugeschlagen. Spontan und kurz gefilmt zeige ich euch hier mal den allerersten Hecht, der diesem Köder zum Opfer fiel. Ich filme dann. Ich hoffe, dass der sichtbar ist, der Köder. Ja. Der erste Fisch auf den Köder. War auch ganz spitz gehakt. So. Macht er nicht mal noch nass, der Kerl? Vorsicht zu genießen. Kraft hat er mit den vielen scharfen Drillingen, ist das gefährlich. Schöner Hecht, ne? Ja, geht die Uni. Und es kommt mehr, noch besser. Es ist erst der Anfang von einer ganzen Serie toller Qualitätsköder, die wir als UBS-Farbe bringen werden. Kein geringerer als Jarmo Rapala, einer der bekanntesten Namen der Kunstköder-Szene, ist sehr an einer Kooperation mit mir interessiert. Jarmo hat vor etlichen Jahren die Firma Rapala seines Großvaters verkauft, sich aber nicht aus der Köderproduktion verabschieden können. Er hat sich nicht zur Ruhe gesetzt. Hier sehe ich sogar gewisse Parallelen zwischen Jarmo und mir. Wir sind beide im gleichen Alter. Jarmo ist jetzt reichlich 60 Jahre alt, ich werde es bald. Und wir haben beide unsere große Firma verkauft. Ich bin natürlich viel kleiner als das, was Rapala da auf die Beine gestellt hat. Aber wir können es beide auch nicht lassen. Ich finde es wie Jarmo klasse, sich mit Freude, mit großer Lust auf Qualität zu konzentrieren und sich besonders innovativ zu betätigen. Es kommt nicht darauf an, aus jedem Produkt den letzten Euro zu ziehen. Wir haben lange genug intensiv den Markt beackert, sondern wir möchten viel mehr daran arbeiten, wirklich gute Produkte zu schaffen. Jarmo hat deshalb in Finnland eine neue, schlagkräftige Köderschmiede geschaffen. Dort werden unter anderem richtig geniale finnische Köder wie der Turus Ukko und der Kariko gefertigt. Aber auch Bagley Wobbler werden unter Jarmos Führung gefertigt. Jarmo hat also auch die Firma Bagley gekauft. Und Jarmo möchte nicht noch einmal ein riesiges Köderimperium wie Rapala schaffen, sondern insbesondere sein Wissen und seine Leidenschaft in die heimische, also finnische Produktion mit Qualität und bestmöglicher Anerkennung durch die Fische und euch, durch euch Angler verwirklichen. Und genau mit diesem Antrieb passen wir, Jarmo und ich, bestens zusammen.
Die Verbindung stellt Guido Behle dar, der ebenfalls Deutscher ist und den Vertrieb hier in Deutschland seit einigen Jahren unternimmt. Ich freue mich riesig, dass hier eine Linie entsteht, die über eine normale Geschäftsbeziehung hinausgeht. Es ist ein freundschaftliches, kooperatives und besonders innovatives Geschäftsverhältnis. Das hier entstehende Verbindungsgeschäft soll nicht riesig werden, sondern ganz besonders und ausschließlich finnische Qualität produzieren. Und aus dieser Produktion hat Jarmo mir einen richtig netten Gruß über seinen Partner und meinen Freund Guido Behle geschickt. Einen noch nie dagewesenen Turus Uco Jerkbait, der jetzt in eine Testphase geht. Und es wird mehr geben. Wenn Angler den Namen Turus Uco hören, dann ahnen sie vielleicht schon etwas. Hier seht ihr Jarmo Rapalla höchstpersönlich, wie er ein brandneues, in der Produktion befindliches Produkt präsentiert. Mit Schmunzeln. Demnächst wird es auch den legendären Turus Uco und andere Köder aus der Jarmo Rapalla Schmiede in UBS Design geben. Wir probieren und testen und versuchen, der etwas ausufernden, teils auch problematischen Asienproduktion nachhaltige, tolle Qualität entgegenzusetzen. Diesen Köder hier mit Jarmos Signatur werde ich natürlich nicht fischen, sondern ehrenhaft in die Vitrine legen. Aber ich habe weitere Testmuster erhalten und vielleicht wird das ja ein feines neues UBS-Projekt. Das ist aber nur ein Ausblick, der mich sehr optimistisch in die Köderzukunft blicken lässt. Denn parallel zu dem Kontakt nach Finnland entsteht auch hier etwas, was mir große, große Freude bereitet und hoffentlich auch euch. Ich möchte da noch nicht zu viel verraten, aber Angelköder made in Germany haben wir auch in Arbeit. Es befindet sich eine tolle, sehr vielversprechende Produktion im Aufbau und ich darf in besonderem Maße mitwirken. Einige Ergebnisse zeige ich euch hier schon mal. Da sind also hier UBS-Köder, ganz tolle Zander-Spezialköder und die Produzenten dieser Top-Köder sind Kunden von mir, die vor etlichen Jahren schon Guidings bei mir und mit mir absolviert haben. Es steckt also auch auf der Produktionsseite, in der Produktionsfirma, viel Know-how dahinter. Die Lust auf Qualität und Angelerfolg sind die perfekte Basis für richtig gute Köder. Und ich glaube, das ist einer der wichtigsten Grundpfeiler für geniale Produkte. Die Freude und Leidenschaft am Angeln. Egal, wo man in der Branche hinsieht, wenn der Unternehmer selbst begeisterter Angler ist, dann wird es auch etwas. Das war schon vor weit über 100 Jahren so, als der Herr Fritz Ziegenspeck den FZ-Blinker entwickelte. Das war mit Herrn Rapalla so, der sich selbst einen kleinen Holzköder schnitzte und sein Enkel Jarmo Rapalla mit seinen Marken in Finnland, da sind also Kariko und Turus Uco und viele andere zu nennen, Piotr Piskorski mit der Firma Salmo in Polen, Peter Afrohlen mit der Firma Zalt in Schweden, Gregor Barbiatz mit Hybrider-Wobblern aus dem Schwarzwald, auch made in Germany, oder Gerd Klaes mit Sickerbaits aus Belgien, der es auch zu einem echten Köderklassiker in Deutschland geschafft hat. Innovation und Produktion, made in Europa, wird verstärkt wiederkommen. Glaube ich ganz fest daran, denn Corona und die vielen teils erheblichen Lieferschwierigkeiten, Verzögerungen und nicht zuletzt auch Qualitätsunterschiede bzw. Preiserhöhungen in China und so weiter machen hier wieder vieles möglich. Eurem Wunsch nach mehr Qualität und Made in Europa kann wieder viel leichter entsprochen werden und werden wir entsprechen.
Ganz neu geboren ist jetzt seit einigen Monaten eine neue Deutschlandproduktion, die es in sich haben wird. Und nicht ohne Stolz kann ich euch sagen, dass ich sogar einen Anstoß dazu geliefert habe. Wie dieses Unternehmen heißt und wo es genau ist, es ist hier ganz in der Nähe, verrate ich euch heute noch nicht. Etwas Spannung und Neugier soll ja bleiben und die ausführlichen Infos heben wir uns für weitere Videos hier auf dem Kanal auf. Da halte ich euch aber auch sicher auf dem Laufenden. Ich glaube, mit den Freunden und dieser neuen Köderproduktion hier mitten in Deutschland wird es ein neues, spannendes Kapitel in der Köderproduktion geben. Und das ist jetzt keine Hobbyschmiede, kein kleines Ding. Es wird nicht auf wenige Köder beschränkt bleiben, sondern mit viel Aufwand, mit großen Investitionen, mit anglerischer Leidenschaft und deutscher Robotertechnik soll es gleich im großen Stile losgehen. Die Möglichkeiten scheinen jedenfalls groß und genial zu sein. Ich hoffe, ich lehne mich da nicht zu weit aus dem Fenster. Es gibt ja schon einiges, was da richtig gut geworden ist. Und ihr dürft wirklich gespannt und neugierig bleiben. Und in diesem Zusammenhang möchte ich euch noch auf eine ganz besondere Zeitschrift hinweisen. Anfang September, also jetzt in Kürze, wird der Raubfisch 25 Jahre alt. Falls ihr nicht sowieso Abonnenten seid, holt euch dieses Heft. Unter anderem wagen etliche bekannte Autoren einen Ausblick in die Zukunft des Angelns. Spannend und passend zu meiner Perspektive hier. Ich verrate euch natürlich nicht, was ich dort von der Zukunft erwarte. Wen es interessiert, der kann sich aus erster Hand im Heft informieren. Viele knackige, spannende Themen findet ihr außerdem in diesem Jubelheft. Es lohnt sich also, interessiert und mit offenen Augen und Ohren dem Angeln zu begegnen. Ich wünsche euch einen tollen Herbst mit vielen schönen Angeltagen, vielleicht auch dem Kapitalen in einem in Europa produzierten Köder. In diesem Sinne, tschüss und bis zum nächsten Mal, euer Uli Bayer.